Hola, was geht, was geht, was geht? Ein neues Video. Heute mal wieder ein Tourblog. Wir sind immer noch bei Life is Pain Tour 2022. Diesmal in Leipzig. Wir sind bei Nummer 4. Let's go. Ah, da ist der Block. Immer wenn man ihn braucht. So ist es. Immer wenn man ihn braucht. So wollen wir es doch sehen. Hallo, wir sind hier im Tourbus. Das ist der Nino. Ja, was geht ab? Wo geht's Bruno, hin? Fernando! Der sieht aber auch immer mies high aus, ne? Das ist echt Wahnsinn. Die Kette schon wieder. Oh. Wir fahren gerade nach Leipzig in den Felsenkeller. Heißt das so? In den Felsenkeller. Felsenkeller. Und warum? Weil da steht ein Felsen. Im Felsen. Benjo ist der Beste. Ich glaube, da rege ich mich diesmal nicht drüber auf, ne? Wird erst wieder irgendwann später kommen. Vielleicht auch noch in diesem Video. Dass der Beat immer der gleiche ist, leider. Aber was mich immer wundert, ist, dass sie so wenig Merch eigentlich dabei haben. Ne? Ich meine, klar, hier drunter steht. Nichts gesagt, nichts gesagt, nichts gesagt. Inio. Keine Ahnung. Wo sind wir? Wir sind im Felsenkeller. Ihr müsst euch vorstellen, du gehst in den Bus rein, du versuchst zu schlafen, du schläfst, du wachst auf. Du auf einmal ganz woanders, durch die Zeit gereist. Du weißt gar nicht, wo du bist. Guck mal, das ist Life Spain 2022. Ich glaube, das ist aber auch. Ich glaube, das ist wohl verstörend, aber ist auch, glaube ich, irgendwo geil. So, du steigst aus, bist irgendwo anders. Ich meine, du bist ja jetzt nicht in einem anderen Land oder so, aber die Bundesländer sind ja trotzdem irgendwo unterschiedlich und so. Und was Neues sehen, warum nicht? Das ist bestimmt voll geil. Im Felsenkeller und du bist immer noch derselbe Penner. Ja, von wo hast du die Brille, ey? Was geht ab? Diese Brille habe ich von einem Fan aus Münster. Er hat mir die überlassen. Ich werde sie in Ehren tragen. Wir sind Top, Mann. Totaler Top, Mann. Ich bin gerade am Trainieren gewesen. Ne? Hier, Dings, an der zweite, bisschen gejoggt. Wie viele Kilometer waren das? Fünf? Ja, 4,8. 4,8. Ein paar Liegestütze gemacht, geduscht. Jetzt chillen wir hier. Und heute sind wir in Leipzig. Bis jetzt Münster. Wir waren zwar nur in Essen bis jetzt, aber Münster war bis jetzt Endstufe. Komm, jetzt lass mal. Bitte? Schau mal weg. Immer wenn das an einer Tür steht, heißt es, hier geht's ab. Und wenn ich sage. Oh, Alter, die haben auch immer geiles Essen da, ne? Hier geht's ab, da meine ich das, Hermano. Ernesto Carlos. Ernesto Carlos. Damit wird natürlich nur Brot geschnitten. Oh. Unser Bruder, jetzt steht jetzt auf. Bist du wieder, Bruder? Tot. Beginnt tot. Der Erste Weltkrieg. Ich weiß es, ich sag einfach 1914. Jawohl. Ja! Ich weiß es, ich sage. Alles klar. Oh, Jamule. Mein Herz gebrochen. Herz gebrochen. Hör kein Jamule mehr. Nein, Spaß. Aber ich hasse es, wenn Menschen schmatzen müssen, ne? Mein, klar, in manchen Kulturen ist das so und dies und das und jenes, aber. Man versucht doch bitte deinen Mund einfach geschlossen zu halten. Endlich. Ihr wollt doch eine geile Show sehen, dann brauche ich auch diesen Schlaf und diese Ruhe. So ist richtig. 100 Leute nur von Stuttgart da stehen, ist behindert. 1200, weißt du was? Die machen so auf deine Bühne. Wo gehen wir hin? Keine Ahnung, die wecken mich hier auf, ihr weckt mich auf. Und ja, genau sowas muss in dem Blog sein. Dann auf einmal sagt ihr mir 2,2 Kilometer laufen. Ich gucke auf Navi, 19 Minuten noch. Ich bekomme erste Anweisung, Einweisung vom Bruder Jamal, Roller, E-Scooter, 10 Stück. Da wäre ich, also wär ich Jamule, ich würde sauer sein, ich wäre richtig sauer. Stell dir mal vor, du wirst einfach wach gemacht. Ja, wir laufen jetzt mal eben irgendwo hin. Ja, okay. Soll ich mit? Ja, nur 19 Minuten. Hä? Wir sind am Ey, Start. Da ich, da aber die Ampel machen hier Probleme. Wir brauchen einfach so 10 Minuten, bis sie grün werden. In Leipzig, keine Taxis, wir müssen so scheiß Roller helfen. Okay, die scheiß Roller, die schon geil, aber. Ich wollte gerade sagen, ist doch bestimmt voll geil, mit den Dingern zu fahren. Ich meine, ich bin es noch nie, weil ich bin ein kleines Dorfkind. Aber ist bestimmt richtig geil. Ist doch viel geiler als mit einem Taxi. Kommst du überall hin. Außer wenn du abpackst, ist halt kacke. Kacki. Mega lustig. Wir wussten nicht, dass es gewisse Parkplätze für die Dinger gibt. Wir dachten, wir können die überall abstellen. Und jetzt müssen wir wieder zurücklaufen. Hey, ihr seid jetzt auf meinem Blog drauf. Auf unserem Tourblog. Seid ihr heute Abend dabei? Ja, safe. Ei. Okay, hast du wieder ein bisschen Probleme im Gepäck? Na klar, jeder, der in Leipzig ist, kommt zur Life is Pain Tour.
Was ist denn das für eine Frage? Ich ficke diese Videobox. Boah, die müssen jeden Backstage zu einem Wunderort machen, Mann. Was ist denn mit PA los? Der ist ja in letzter Zeit ein bisschen bockig. Was ist? Lass ihn, was ist? Was ist? Was ist denn? Ey, da wäre ich aber auch schon wieder an. Ich will mir auch nur kaputt. Über wichtige Sachen, die die Öffentlichkeit nicht interessiert. Echt der Blaufahren, wenn man die braucht. Ich habe keine Sonnenbrille auf. Bruder, du brauchst keine Brille. Der Bruder braucht keine Brille. Er hat so sympathische und vertrauensweckende Blicke drauf. Schaut ihn euch mal an. Guck mal. Ich will zu alles erzählen, oder? Bitte erzähl's mir. Wo warst du? Erzähl's mir. Ich war beim Friseur. Einmal fresh machen hier für die Leipziger Damen. Und dann habe ich. Oben ist aber auch ein bisschen abgekommen, ne? Noch was Schönes gegessen hier beim Dönerladen. Ey, wir haben auch bei einem Dönerladen was gegessen. Der war lecker. Unser auch. Das ist auch so eine Aufstraße. Meiner war leckerer. Echt? Ja, bestimmt. Das haben wir ja bei demselben gegessen. Nein, dann war aber trotzdem meiner leckerer. Mir geht's heute leider gar nicht gut. What? Wieso denn? Ich hab ein bisschen Kater. Ein bisschen gestern viel getrunken in Münster. Ob das hätte sein müssen am zweiten Tag, weiß man jetzt nicht so genau. Wie geht's dir, Bruder? Frage. Ja, Bruder, nicht so gut, Mann. Wieso immer denn? Die Koffer rumschleppen hier. Die Leute mich erkennen. Ey. Bist du ready? Bruder, diese Frage stellst du nicht nochmal. Du, Bruder? Bist du spät? PA so bockig, ey. Nicht gut drauf? Zeig mal jeden Tag, wie wir leben. Boah. Tausend Sachen. Alter. Immer die Koffer, hä? Ja. Wallah, diese Koffer. Wallah, jeder hat Probleme. Aber ist halt scheiße, ne? Wenn du die ganze Zeit am rumfahren bist, dann musst du halt auch viel mitnehmen. Diese Koffer. Ich hasse Koffer überhaupt. Ich mag meine Koffer. Geh weg. Jetzt morgen muss ich meine Tasche mitnehmen. Bin ich aber auch genauso, ne? Wenn es geht, nehme ich am liebsten irgendwie eine große Sporttasche, eine große, so eine Umhängetasche. Wenn es geht. Weil Koffer, weiß ich nicht. Das ist natürlich eine schlaue Idee, so mit den Rollen und dies und das. Wir bringen jetzt das Paket. Hey! Hey, Bruder. Alles klar, Bruder? Securitas, Securitas. Er macht Fotos von uns. Wie viele Solo-Alben hat PA Sport? 10. Falsch. Nein. 9. Richtig. Welche? Hier. Dankeschön. Ja, ja. Okay, wie viele Alben haben PA und Kianos zusammen? 4. 3. 3. 4. Ja, okay. Jo, Jungs, so nämlich. Das entscheidest du. Da machst du ein Spiel mit denen. Morgen? Morgen, genau. Morgen? Wer kommt das? Das entscheidest du. Da machst du ein Spiel mit denen. Morgen? Morgen, genau. Es ist schade, dass er das nicht dann am gleichen Tag abgibt, finde ich. Ein bisschen schade. Das ist bis jetzt die größte, ne? Größte Crowd? Wobei, ich hoffe, dass das hier noch alles voll wird. Oder hatten die wirklich ein Limit? Dass sie nur bestimmte Anzahl hatten. Weil die stehen ja auch ohne Maske, ne? Eigentlich sollte das ja egal sein. Ich glaube, das wäre so geil, das mal in Real Life zu sehen. Ich liebe das, wenn die über sich selber lachen können. Aber geile Crowd da, ne? Ich meine, die reden zwar jetzt gerade, aber da ist so wenig Handy, zu sehen. Oh,
Hinter uns. Ich liebe es einfach, Menschen tanzen zu sehen. Ne? Gib mir immer ein Lächeln ins Gesicht, wenn sie da selber Spaß bei haben. War übertrieben geil. Leipzig. Dann. Bra. Wie war die Show? Sehr geil. Ninjo hat mich gerade kurz geninjot, aber ansonsten hat's... Das hat Drip. Ich möchte, dass ihr alle zu... Und dann ist er nicht bockig, Pierre. Irgendwas stimmt da noch nicht so ganz. Hey, Kamera aus heute. Und dann geht's ja langsam los. Jetzt werden ein paar Fotos noch gemacht mit den Leuten. Ein paar Shirts. Was ist Autogramme vor dir, Alter? Autogramme, ich mach was ihr wollt. Was macht Jamule da mit seiner Brust? Endlich kann ich meinen Tee trinken. Endlich. Oh, du bist aber auch ein großer Tee, ne? Okay, wir sind in Leipzig. Leipzig war krass. Danke, Leipzig. Danke für alles. Ohne euch wären wir nicht hier, jetzt gerade da, wo wir sind. Leipzig war Motherfucker. Dankeschön für alles. Danke sehr. Ja, die Squad macht. Top, Mann. Einfach top, Mann. Step ins Geschäft, ey. Money talks, keine Checks oder Handchecks. Royal Lock ist vom Stasi. Ey, du, also das müsste jetzt hier aber nicht sein, ne? Komm in den Porsche, in den Rolls oder Bentley. Drück auf die Kopf, wir bauen, we do it that way. Louis Vuitton, Dior, über. Kann ich jetzt trotzdem sehen, wo es als nächstes hingeht? Ja, kann ich noch sehen. Hamburg, Zusatzshow. Ziehen wir uns das rein? Natürlich ziehen wir uns das rein. Alles klar. Dann hat wieder extrem Spaß gemacht zu schauen. Wie gesagt, ich feiere das ja sowieso. Einfach von jedem Tag zu sehen, so was sie da so machen. Mein, heute war ja so, ach komm, wir gehen Döner essen. 2 Kilometer entfernt. Und einfach so diese Backstage-Sachen so. Einfach zu sehen. Und dass auch nicht immer alles so Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ich meine, klar, ne? Dass du irgendwann bockig bist, so ist verständlich, so hier PA-mäßig. Meine, ist ja auch nichts Schlimmes, so. Ich finde, das finde ich einfach auch gut, weil man dann so sieht, sind trotzdem halt Menschen, ne? Scheißegal, was die erreicht haben, so. Und sind ein bisschen sind auf dem Boden geblieben. So würde ich die jetzt einschätzen, gerade dadurch, dass man das hier so sieht. Aber, nichtsdestotrotz, werden wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Das wird dann, was hat er jetzt gesagt? Hamburg sein, ne? Genau, Hamburg, die Zusatzshow. Entschuldigung. Wir sehen uns da. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ciao, ciao.